Moin Moin Freunde der römischen Tanzkunst, mal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute geht es mal wieder um ein spanisches MAE. Da gibt es ja aktuell drei verschiedene, also einmal für eine Frühstücksration, Mittagsration, Abendration und für die einzelnen, ja, sagen wir Tagesetappen sozusagen auch noch verschiedene Typen. Ja, ich habe bisher eigentlich immer nur die Mittagsration gesehen und ranbekommen. Diesmal habe ich jetzt eine Frühstücksration bekommen, die würde ich euch gerne mal vorstellen. Abendration habe ich leider noch nicht. Mal gucken, ob ich die auch mit organisiert bekomme. Ja, hier haben wir es auch nochmal draufstehen. Breakfast, also Frühstück. Und das ist hier sozusagen Typ Nummer 4, beziehungsweise Variante Nummer 4. Es ist relativ leicht. Wir holen mal eine Waage. Ich denke mal mehr als 500 Gramm. Wir dürften das wahrscheinlich nicht sein. Ich muss erstmal meine Waage hier. So. 367. Naja, dann bin ich doch gar nicht so verkehrt gewesen. So, legen wir das mal beiseite. Ja, was erwarte ich hier? Ich denke mal, Kaffee wird natürlich drin sein. Ein paar Kekse werden drin sein. Vielleicht so ein bisschen Marmelade, Honig. Irgend sowas in der Richtung. Ja, wie der Name schon sagt, natürlich für eine Ration gesagt. Und hier, wie gesagt, das Frühstück. So, dann nehmen wir uns mal ein Messerchen. Machen das Ganze mal auf. Ja, es ist auf alle Fälle außen wieder noch Plastik verpackt, also auch wasserabweisend. Drinnen scheint wieder ein Karton zu sein. Das fühlt sich zumindest so an. Wir können auch nochmal schauen, ob hier irgendwas noch draufsteht. Nein, hier nicht. Achso, Haltbarkeit haben wir hier übrigens. 04/2021. Also es ist jetzt knapp ein Jahr abgelaufen. Das sollte aber kein Thema sein. Wie gesagt, die halten deutlich länger. So, machen wir das Ganze mal auf. Okay, so. So, und schauen, ob doch die Verpackung dicht gehalten hat oder ob irgendwie schon mal Feuchtigkeit reingekommen ist. Bisher sieht es sehr gut aus. Wie widerspenstig das Zeug hier. So. Okay, ja, haben wir so ein kleines Schächtelchen drin, das habe ich schon irgendwo erwartet. Machen wir das Ganze mal auf, was wir hier haben. So, wir haben erstmal noch eine Anleitung dazu sozusagen, beziehungsweise Anleitung, also Inhaltsverzeichnis. Ich kann mich aber erinnern, dass auch hier noch drin stand, wie man was zu verwenden hat. Okay, es scheint also wohl auch Espe-Tabletten drin zu sein und ein kleiner Efeter. Ja, da bin ich mal gespannt. Den hebe ich mal auf, den brauche ich natürlich heute nicht. So, was haben wir hier Schönes? Salis para, aha, oral, Sabor Limon, das, was ist das denn? Maltotextrin. Okay, wir lassen uns mal überraschen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was das ist. Ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen, der eine oder andere. So, Kaffee ist natürlich nachvollziehbar. Cool, machen wir uns dann. Nochmal Kaffee, zweimal brauchen wir nicht. So, dann haben wir hier Streichhölzer. Ja, die kennen wir auch aus den US-Army-MAEs. Die sind im Prinzip, ja, so Pappe, sage ich mal, und dann der Zündkopf oben. Also sie funktionieren, ich habe es auch schon draußen ausprobiert, aber die dürfen wohl keine Feuchtigkeit in irgendeiner Form bekommen. Das ist so ein bisschen der Nachteil. So, dann haben wir hier Kopos de Cereales con Fruta. Also, okay. Also das wird wahrscheinlich wie eine Art Müsli oder sowas sein mit Früchten. Wir schauen es uns dann mal an. So, hier haben wir Espe-Tabletten, zwei Stück. Die hebe ich mir gut auf. Wie gesagt, die werde ich jetzt nicht verbrauchen. Und in der aktuellen Situation ist es auch nicht schlecht, ein bisschen was auf Lager zu haben. So, was haben wir hier? Gott sagen, das ist ein Feuerzeug. Nee, das ist eine Zahnbürste. Das ist ja auch geil. Die gucken wir uns dann nachher mal an. Okay, das hatte ich auch noch nirgendwo drin. Also das wird wahrscheinlich ein Kaugummi sein. Ja, fühlt sich so an. Dann Wasseraufbereitungstabletten, auch die hebe ich auf. Die verbrauchen wir heute natürlich nicht mit. Wie gesagt, die solltet ihr wirklich nur im Notfall nutzen. Und ja, wie gesagt, eigentlich dann noch einen Arzt aufsuchen. Aber wie gesagt, im größten Notfall kann man natürlich keinen Arzt in der Nähe. So, jetzt haben wir hier Desinfektionsgeschichte. Jetzt müssen wir mal schauen, ist das Desinfektante? Ach, das ist einfach Desinfektionsmittel wahrscheinlich. Okay. Interessant. Ich finde auch witzig, dass diese Kleinigkeiten wie also Wasseraufbereitung und Desinfektion und so weiter und so fort nie in einer extra Tüte sind, sondern hier neben Lebensmittel liegen. Gut, das ist alles doppelt verpackt, aber trotzdem. So, Lesche Condensada. Das müsste Kondensmilch sein. Das kann ich noch einigermaßen übersetzen. Okay, das haben wir nochmal. Und das haben wir dreimal. Okay, da legen wir mal zweimal beiseite. Ich wies euch an, dass es aber das sein wird. So. Crema Denta Fluorada, das wird hier
Zahnpasta sein. Das passt natürlich zur Zahnbürste mit dazu. Dann Galetta Dulce, das sind bestimmt Kekse von der Form her. Okay. Dann haben wir hier eine Schokolade wahrscheinlich. Ja, Chocolate con leche, also Milchschokolade. Und ein Tüchel. Beziehungsweise nein. Bis 10. Tücher. Das sollen 10 Tücher sein. Ach, ich bin natürlich klein hier. Okay. Heben wir uns auch auf. Brauchen wir heute wahrscheinlich nicht. Sind auch mit Sicherheit nicht Getränke. Sind ganz normale. Und hier ein Essbittgestell. Jetzt frage ich mich natürlich schon. Also für eine Mahlzeit. Es sieht erstmal ziemlich mager aus, muss ich mal sagen. Ich schiebe das mal ein bisschen weiter in die Mitte. Was ich hier richtig, richtig geil jetzt schon auf den ersten Blick finde, dass eben auch wirklich eine Zahnbürste dabei ist, Zahnpasta, Desinfektionssachen, Wasseraufbereitung, weil wie gesagt, Hygiene ist immer natürlich auch wichtig, wenn man draußen unterwegs ist und man hat natürlich sonst nicht so die Möglichkeiten, dort sozusagen, ja wie soll ich sagen, ranzukommen. Wozu hier der Essbittkocher ist, ist jetzt für mich nicht nachvollziehbar. Gut, ich könnte jetzt natürlich Wasser warm machen und damit ein bisschen auch abtöten, Bakterien oder irgendwas, wenn ich ja jetzt Wasser auf irgendwo herhole. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, für was ich es nutzen könnte, aber jetzt irgendein Essen damit warm zu machen, wüsste ich jetzt hier nicht was. Gut, wir können mal gucken, vielleicht ist das hier wie gesagt wie eine Art Porridge, was man mal warmes Wasser dazu nehmen muss. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ich würde sagen, wir machen uns zuerst mal die Kekse auf. Die scheinen jedenfalls nicht wirklich vakuumiert zu sein. Das ist nie so prickelnd, weil die natürlich nicht mehr allzu lange halten. Ich will mal gucken, ich hoffe, die sind noch gut. Wirklich lose eingepackt. Auf alle Fälle eine ganz andere Form, wie wir sie sonst in den Army-Paketen haben. Sieht schon irgendwie dezent niedlich aus. Tostada, okay. Geruchlich. Ja, riecht zwar so schon leicht in diese Hardcakes-Richtung. Wieder leicht nach Tapetenkleister. Aber es hält sich in Grenzen. Probieren wir. Die schmecken aber sehr gut. Die schmecken richtig lecker. Wie ein ganz normaler Butterkeks im Endeffekt. Cool. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir stelle, was macht man jetzt hier drauf? Also man isst es so wahrscheinlich nur. Aber sind sehr lecker, die kann man auch wirklich so essen. Also essen wir nachher auf. Jetzt gucken wir uns mal die Sachen an, die ich jetzt nicht verbrauchen werde. Aber ich kann mir danach, nach dem Essen natürlich die Zähne damit putzen. Hier haben wir jetzt einmal eine Zahnbürste. Reicht vollkommen zu, also ja, ich kann es euch nicht schlecht vorführen, also man kommt definitiv bis in die Ecken rein und es ist ja natürlich auch wassergeschützt, da war ja noch ein Dings drum, ja, also hier kommt kein Dreck rein, das ist eigentlich nicht verkehrt, die kann man auch natürlich logischerweise öfters benutzen, coole Sache, ja, kommt hier Wasser rein, das war jetzt wieder super schlau, egal, so, Crema Dental, das ist die Zahncreme, gucken Sie uns mal an, die benutze ich natürlich jetzt logischerweise nicht, die hebe ich mir dann auf nach dem Essen, kann ich die dann gleich mit der Zahnbürste kombinieren, da passt das natürlich. So, jetzt nehmen wir mal einen kleinen Löffel, um einfach nur mal zu gucken, ob das auch wirklich das ist, was ich denke, aber mit Sicherheit. Okay, die ist so leicht grünlich, gelatineartig. Ja, riecht eindeutig nach Zahnpasta. Könnte man ganz, ganz bisschen hier. Ja, ja, ist definitiv welche. Ja, gut. Benutze ich später, nicht jetzt. So. Da werden wir gleich dabei sind mit diesen Kleinigkeiten, sage ich mal. Mit diesem Drumherum. Da haben wir jetzt hier noch das Desinfektionsgeschichte, 1 Milliliter. Da bin ich mal gespannt. Das wird wahrscheinlich einfach Desinfektionsmittel sein. Ah, das ist Creme wollte ich gerade sagen, nee. Ist ein Handspülgel, sag ich mal. Stinkt, boah, es riecht wie hier Sekundenkleber. Ich hoffe, es ist nicht aus Versehen, welcher Quatsch, aber naja. Ah, jetzt geht's, jetzt riecht's angenehm. Also am ersten riecht es nach Sekundenkleber. Jetzt kommt aber so eine florale, angenehme Seifennote durch. Ja, coole Sache. So, dann machen wir uns jetzt mal einen Kaffee. Ist eigentlich schon erstaunlich, dass ich heute nicht zuerst einen Kaffee mache. So, jetzt haben wir hier 2 Gramm wahrscheinlich. Genau, das heißt eine Tasse. Heißes Wasser habe ich gerade schon gemacht. Ja, okay. Das ist auf alle Fälle feiner Krümelkaffee. So, ja. Ja.
Wie immer, gießen wir es auf. Oh, der ist auch düster. Der scheint ein bisschen stärker angesetzt zu sein. Deswegen wahrscheinlich auch 3 Packen hier von dem Kondensmilch. Aber wir schauen mal. Der ist wirklich richtig tiefschwarz. Ich hoffe, das kommt auf die Kamera so rüber. Da werden wir das mal probieren. So, geruchlich. Ja, er riecht extrem stark. Also so wie er aussieht, so riecht er auch. Halleluja. Probieren wir. Aber ich muss sagen, er ist stark, aber er schmeckt gut. Und ich muss ehrlich sagen, dafür, dass es so eine Krümelgeschichte, so eine gefriergetrocknete Sache ist, ist der richtig gut. Das muss ich einfach mal echt sagen und das habe ich wirklich selten. So, jetzt gucken wir uns gleich mal noch dazu an, die Kondensmilch, oder wo ich denke, dass es eine Kondensmilch sein müsste. Ne, haben wir die auch fürs Kind unten. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, das ist welche. Ah, die könnte ich natürlich so löffeln. Machen wir auch gleich mal. Oh, ich liebe so ein Zeug. Machen wir das hier mal rein. Ist natürlich 3 solche Packen für 2 Kaffee ziemlich sportlich. Oder haben wir noch einen Tee dazu? Nee. Aber, wie gesagt, das kann man ja auch so löffeln, ne? Jetzt habe ich natürlich gekleckert hier wieder. So, rühren wir das Ganze mal um. Ja, es löst sich langsam auf. Gut, vielleicht könnte man natürlich auch einfach für die Müsli-Geschichte oder wo ich denke, es Müsli ist, nehmen. Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. So, probieren wir mal. Ja, schmeckt natürlich logischerweise etwas süßer, sehr logisch. Aber der Kaffee kommt immer noch sehr stark durch. Also der ist wirklich gut, der hat eine gute Eigennote. Gut, trinken wir nachher aus. So, jetzt gucken wir uns mal die Schoki an. Kaugummi machen wir dann zum Schluss. Das muss ich nochmal schauen, was das ist. Das ist für mich vollkommen Rehydration. Also das scheint irgendwie obiges Gefriergetrocknetes zu sein. Ich bin mal gespannt. So. Okay. Milchschokolade, so wie es drauf stand. Oh, mit der schönen Figur hier. Ein Engelchen. So. Ich mache mal was ab hier und probieren das Ganze. Ja. Riecht irgendwie nach nichts. Probieren wir. Ganz klar Milchschokolade. Schmeckt ein bisschen wie die, ja, Milchschokolade aus diesem Weihnachtskalender. Also das trifft es eigentlich perfekt. Gut. So, diese Geschichte, die nehme ich mir mal ein Schüsselchen dazu. Ja. Kriegt man das so auf? Ja, ohne Messer. Ja, das ist wirklich Müsli. Fände auch ein bisschen wenig. Ich hole mal kurz einen Lappen. Müssen wir mal diesen Fleck hier wegmachen. Ja, alles vollsauen. So, ja, das ist der gesamte Inhalt. Das ist natürlich ein bisschen dürftig. Das scheint ja so ein bisschen crunchy zu sein. Schmeckt gut aber. Naja, also. Ich glaube, es sind 2 Hand, wenn überhaupt voll. Die kann man auch so essen. Da brauchen wir jetzt nichts in irgendeiner Form dazu zu machen. Ich überlege gerade, ob ich jetzt mal ein bisschen heißes Wasser drauf gieße. Wir haben ja noch was. Dass wir das so ein bisschen so wie Porridge machen. Ah, nee, das funktioniert nicht. Sehe ich schon. Also das ist eher was wahrscheinlich zum Snacken für so. Man könnte, wie gesagt, natürlich ein bisschen Wasser, vielleicht auch ein bisschen von der Kondensmilch reinmachen. Dann wird es nochmal, Entschuldigung, anders. Aber, ja, ist wie eine Art Müsli. Und Rosinen, Mandel müsste das sein, oder Erdnuss. Und so crispy Zeug. Ja, also kann man definitiv essen, aber wie gesagt, es ist ein bisschen mager. So, was haben wir hier noch? Das war so, jetzt ist es natürlich die Frage, was ist das? Maltodextrin, Zucker. Das ist natürlich eine
Sehr gute Frage, was das darstellen soll. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal eine kleine Tasse. Das ist wie so ein kleines Zitronengetränk oder sowas. Heißes Pulver. Achso. Naja. Es stinkt auf alle Fälle. Es riecht nach Gummireifen. Oh, ich habe jetzt wirklich so einen Autoreifen hier in der Nase. Ich glaube, will ich das ernsthaft probieren. Ich gieße das jetzt mal mit kaltem Wasser vorsichtig auf. Ja, weil das am Ende irgendein Reinigungszeug ist. Ah, jetzt riecht es nach Zitrone. Okay. Gut, stand ja auch Zitronen drauf. Also Leute, nee, das probiere ich jetzt mal nicht. Ich werde mal eins machen. Ich gucke jetzt nochmal bloß nochmal hier kurz drauf. Sodium, Zitronensäure. Ich werde mal eins machen. Ich werde euch mal die Übersetzung hier reinschreiben. Ich werde es aber definitiv nicht probieren, weil ich nicht weiß, was das ist. Und es könnte natürlich eine Art Zitronengetränk in der Form sein. Es könnte auch irgendein Reinigungsmittel sein. Wie gesagt, haben wir Desinfektion alles drin gehabt. Von daher bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtig. So, und dann probieren wir den Kaugummi hier noch. Ja, das wird ein ganz normaler Verbindungskaugummi sein. Ist ein ganz normaler Pfefferminzkaugummi, da gibt es nichts Besonderes in irgendeiner Form dazu zu sagen. Ja, kommen wir zum Fazit. Ich kann die Frühstücksration bisher, wie gesagt, gar nicht. Ich muss sagen, es ist, finde ich, ziemlich wenig an Nahrungsmitteln. Dafür ist ja eben, das finde ich richtig coole Zahnbürste dabei, Zahnputzzeug, Desinfektionsmittel, Wasseraufbereitung, sogar kleine Espe-Tabletten schon. Also es ist viel, sag ich mal, drumherum. Aber die reine Ernährung finde ich ein bisschen mager. Also das ist ja nicht wirklich gar nichts hier. Das ist was für ein hohen Zahn. Die Kekse sind super lecker. Ja gut, damit kommen wir natürlich in Weichen hin. Aber wir haben eben auch keinen Belag dazu. Das wird ein bisschen trocken mittlerweile im Mund. Aber es ist halt... Also hier muss ich ehrlich sagen, begeistert bin ich jetzt nicht. Ich würde mir das auch ehrlich gesagt nicht aufs Lager legen. Dazu ist es einfach zu wenig. Außer man sagt, man nutzt es eben wirklich mit der Hauptsache, dass man diese Zusatzgeschichten hier mit irgendwo reinlagert, aber die kann ich eben auch lose kaufen, da komme ich natürlich deutlich besser. Das macht nicht wirklich Sinn. Und auf Tour das mitzunehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, gut, es hat jetzt kein großes Gewicht, aber es nimmt ja doch genauso viel Platz fast weg wie die Mittagsration. Da würde ich lieber die Mittagsration mitnehmen, habe da einfach eine höhere Energiedichte, die ich mittrage sozusagen. Also muss ich sagen, eher ein bisschen enttäuschend. An sich die Sachen, die drin sind, sind qualitativ sehr in Ordnung. Aber es ist einfach, finde ich, ja, zu wenig, was Lebensmittel betrifft. Ja, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst aber immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um mich weiter zu unterstützen. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.